Hallo Freunde, für ein weiteres Video. Ja, letztes Mal hat mir einer von meinen Abonnenten also ja, sagen wir so, einen kleinen Fehler gesagt, oder kein Fehler besser gesagt, hat es nicht kapiert, was ich gemeint habe mit dem Joystick. Heute will ich jetzt kurz erklären, was ich damit meine. Das ist jetzt der zweite Teil. Die wirkliche Aufsetzung des Joysticks. Also jetzt, ihr seht ja, das ist ja die Switch Joystick. Das ist gut, das sind jetzt die Gamepads. Und das ist ja der Xbox One Joystick. Ich habe hier noch den halt ein bisschen noch den X, also da, das ist ja der Xbox 360 Joystick. Ja, das ist es. Aber jetzt wollte ich heute eigentlich nur über den Xbox One und den Switch Joystick. Also, jetzt hier, das ist ja L3. Gut, ihr seht jetzt hier hinten ist ja die auch, die bisschen die Lappen, aber das komme ich später drauf, wenn ihr seht, aber egal. Gut, das ist der L3 da, hier den Stick. Das hat ja Xbox hier auch, also mit dem L3, so den, ja, was sagt man denn, Sticks. Also da ist der Stick oben, wie bei der Xbox One. Und da finde ich ja, die haben ja das, die sind gleich. Dann es sind hier die Buchstaben X, Y, B und A. Und das sind ja hier ist ja Y, X, A und B. Auch wieder gleich aufgebaut, wie hier. So kann ich noch ein bisschen näher. Dann kommen wir hier unten. Hier der andere Analogstick. Also hier, der ist auch hier unten unter der Buchstaben. Und das ist ja gut nicht ganz. Bisschen diagonal. Also das ist da gerade beim Pro Controller vor der Switch Pro Controller auch so, glaube ich. Und ist auch mehr unten. Dann hier das Fadenkreuz. Fast gleich. Das ist, glaube ich, bei der Switch Pro Controller, glaube ich, auch. Sonst könnt ihr noch kurz das andere Video anschauen. Das sieht man es auch. Und hier ist auch das Fadenkreuz hier. Ja, also wie gesagt, gleich aufgebaut. Jetzt hier die Tastenlappen, gut, da kann man jetzt sagen, ja, finde ich jetzt, sind eine, ja gut, kann man sagen, fast gleich. Aber ich finde eh noch, das kann ich jetzt zusagen, da finde ich der Xbox One Controller viel besser, weil du hast da viel genauer, ich hebe beide Finger immer so. Das finde ich jetzt bei der Xbox One Controller besser als bei der Switch Controller. Ich weiß nicht, ich rutsche immer mit dem Zeigefinger, rutsche ich immer hier unten, nicht hier oben. Also, ich weiß nicht. Aber kann ja mal nebeneinander hinstellen. Tut mir leid, Leute, meine Freunde. So, komm jetzt du Hund. So, also so könnt ihr vielleicht besser den Unterschied sehen, was ich damit meine. Gut, jetzt die hier sind jetzt nicht identisch gleich wie hier, aber sind auch fast diese zwei Mittelknöpfe. Gut, ist hier kannst du auch die Konsole aktivieren, das kannst du bei jeder. Aber jetzt hier seht ihr es ein bisschen hoffentlich, wie ich das jetzt meine, mit dem also Adapterweise. Ja, hoffentlich ist es jetzt ein bisschen besser erklärt wie beim letzten Mal.
Es tut mir echt leid, dass ich ein bisschen verwirrt gesprochen habe, aber ja, das wäre es eigentlich mit dem Video gewesen. Bitte lasst einen fetten Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bitte folgt mir auf Twitter und Instagram. Ist alles über meinen Abonnier-Button auf meinem Titelbild verlinkt. Wenn ihr gerade eh dort seid, könnt ihr auch gerade den Abonnier-Button aktivieren. Das würde mir mega viel helfen. Wenn ihr schon abonniert seid, aktiviert bitte die Glocke. Das wird euch mega helfen. Und ja, bitte abonniert meinen zweiten Kanal. Das ist auch dort in der oben hin verlinkt bei Simulator LP. Bitte lasst dort auch noch einen Link da. Also ein Abo besser gesagt. Ihr könnt auch von mir aus auch noch die Glocke aktivieren. Ja, und bitte aktiviert noch die Glocke. Wie gesagt. Und schaut sonst noch bei meinem Kanal vorbei, was ich sonst so für Videos, das ich gemacht habe. Und ja, mit diesem netten, kurzen Video sage ich ciao, Freunde. Bis zum nächsten Mal.